Ja, herzlich willkommen aus Imola. Wir fahren heute iRacing, private Le Mans-Serie quasi mit den Autos. Also GTE-Klasse gibt es zum Fahren. HPT GT1. Jeder, der noch mitmachen kann, kann sich da noch anmelden. Der Martin Kober hat da die Serie aufgemacht. Ich werde dann im Video noch verlinken. Jetzt im Chat. Wer muss ich dann vielleicht noch in einer Pause schauen? Wir fahren jetzt einmal ein bisschen Training. Ein paar GTs sind dabei. Nico Weber. Ich kenne da gar keinen. Nummer 63 und Nummer 28. Ah, da bremse ich mir zu früh. Wie viele Klassen gibt es scheinbar? Gucken wir den Ding. GT3 kann es auch noch geben. Das ist die fünfte. Vorgestern bin ich Porsche auf der Strecke gefahren. Ich werde die Uhr runter tun und fahren. Auf Dreck. Keine Ahnung, was die schnelleren fahren da bei mir. Ui, da gibt's einen Bug. Ich sehe da die Zeiten bei mir nicht richtig, die sind schwarz anzeigt. Dann muss ich einfach sauber fahren. Das ist der Ende davon. Sollte deutlich schneller sein als ich. Danke, ich bin jetzt Renndank drin und nicht für die Qualifikation. Sieht so der Ender gerade aus der Box kommen und trotzdem schneller als ich. Aber da könnte ich irgendwie. Ich bin Porsche in Ordnung. Hände vorsehe, da haben sie mit Filtern nicht gehabt. Ich bin zumindest ein Rennen davor gefahren. 44,8. Wollen wir sehen, wie gut das ist. Wenn es dann rutschig wird mit den Reifen, ist das immer so ein bisschen eine gefährliche Stelle. Ah, und der Auftrag. Das ist das nächste, was ich da sagen wollte. Das ist immer zum Aufpassen mit dem Auftrag.
They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gained. Ich habe leider den Fehler gemacht. Birch Felix irgendwo in der Qualle. Dass da nicht mitgenommen werden. Ich würde sagen, ist doch schön, dass es ein bisschen rutschig ist heute. Wird nicht voll da. Martin Kober ist übrigens hinter mir. 8 Sekunden. Zweite schon gegangen. Ist jetzt überall besser in jedem Sektor. Für die Box. Zynik gebremst, da geht dann der zweite Gang. Da wird jetzt gehen vorbei. Das ist wohl nicht schwer da. Car on your left. Stay on the right. Keep to the right. Clear on the left. Ja, der Fahrzeug ist in der Box. Alter, lieber früher bremsen im 200er, sonst rutscht er immer ein bisschen raus. Aufpassen und einlenken. Ich darf jetzt an die Box. Lockes.
Ja, vielleicht auch gut, keine Ahnung. Ah, da nicht den Punkt erwischt, wo man einlenkt. Ich hoffe, im Stream passt alles. Jetzt kann man nur sagen, wenn es nicht passt, dann macht es ein ewiges Rennen. So, das geht's ja aus mit den Bremsen. Bin da doch deutlich zurück. Dan hat noch keine Zeit, Martin auch nicht. Dan hat noch Zeit, Martin nicht, so schaut's aus. Roland auch nicht. So, die Frage ist, ladet das jetzt oder nicht? Komm mal raus da. That's it, go. So, sagen wir mal Steckdosen. Deutsche Verse Etap. So, kann man belaufen. Servus. Oh, ja, dann auf jeden Fall hallo an den Roman. Und 19.45 Uhr ist da der Start. Wann rätst denn du? Und ja. Jetzt werden wir nochmal rausfahren. Kennt das Ding nehmen, wie lange ist noch? Also da geht das. Ich fahr dann noch kurz das Ding. Bei mir ist beim Standing sagt er die Zeiten in schwarz und es ist voll verpackt. So, dann fahren wir mal ein bisschen, testen wir noch ein bisschen mit vollem Tank. Ups, ich fahr jetzt auch mit vollem Tank. Ich fahr nur mit vollem Tank. Ich weiß am Ende die Qualifying-Runde aus. Genau. Was da dahin geht. Ich weiß nicht, was ich da aus der einen Kurve mache. Ich verliere meine eigene Zeit aus der ganz engen Bergauf. Verliere 17. Ich weiß nicht, wie ich da vorgefahren bin. Das ist so viel schneller gewesen. Mehr Grip. Schon wieder off-track, das ist komplett in der Overlines.
Ja, das habe ich auch gehabt. Extra auf die Kupplung draufstehen und dann Speeding in der B. Aufdruck gibt ja gar keine. Ich hab schon so viel. Ab 17 Auftrags wirst du disqualifiziert, also ab 17 Incidents. Echt? Im Rennen, ja. Ich weiß nicht, wie das in der Qual ist, ob es da 17 ist. Ja, ich die Qualifying muss da aufpassen, weil ich dachte, mir verdammt geht der Hand langsam als ich. Weil ich tue jetzt nur mal um. Ich hab gesagt, ich weiß. Mehr Kisten, nicht. Optional Repairs habe ich 1 Minute 20, da muss ich mit den Curbs drüber ballert sein. Über die Muggel. Wenn du die Muggel drüber fährst, wird's kaputt. Ja, aber ist komplett kaputt. 1 Minute 20 sind cool, ja. Finde ich nicht. Für mich ist der GT1 langsamer als ich, das gibt's ja gar nicht. Langsam wie. Ein neues Auto. Kann ich mehr? Achso, ich kann mehr Tank als die 42 Liter einstellen. Ja, 75, genau. Ah, das habe ich nicht gewusst. Den werden wir brauchen. Ich fahr jetzt immer mit 42, mit 45 bin ich immer gefahren. Wenn du 75 Minuten rennen hast, du musst voll ballern ins Auto. Wow. Ja, musst du auch mit angehen. Aber viel, da braucht man nicht nachtanken. Dann fahr ich gar nicht mit vollem Tank. Weiß ich nicht, ob es so aus. Naja, alles was du verlierst, in der Box, das ist schon einiges zu sagen. Ja, ja. Da fahr ich schon mit der vollen Kiste weg. Ja, ja. Du kannst ja durchfahren, oder? Mit 75 Liter. Kann sein, dass kann man nicht vorstellen. Liter pro Minute kann ich mir nicht vorstellen. Dann, ja, dann ist es vielleicht gar nicht so blöd, dass du sagst, du tankst gleich bei der Hälfte und bist leichter. Bist leichter, nutzt die Reifen nicht so ab. Verlierst du hier 5 Sekunden, bis du was machst. Oder mehr. Ja, aber ich glaube, dass du beim Fahren mehr verlierst. Ich mach's nicht. Ja, du verlierst das ja nicht, aber ich. Aus dem habe ich jetzt. Ja, und jetzt merke ich erst, wie schon. Ich habe beim Auto gehabt, der Drum ist nicht rausgegangen, ich bin gestohlen. Ja, das ist ja geil, echt. Wo habe ich 17, wenn du verloren hast, die langsam nicht gerufen hast. Und ich hab schon geglaubt, weil du schlecht bist. Na, das ist nicht der Fall. Das ist nie der Fall. Das war, von dem bist du aber nie ausgegangen, interessanterweise. Ich flieg die ganze Zeit noch ab, mit der unten schon wieder 5 aufgehalten. So überhol dich nicht. Den Prototypen. Ich schau so nicht auf den. Aber am Ende von der Kurven, wenn er da mich auf der Gerade holt. Also ich. Heute habe ich mein Millennium Falcon Video aufgeklärt nochmal. Gesehen. So 13 Inzidenz. So. Kriegt der Karantenzahn, die gibt's auf. Ich fahr jetzt in die Box und dann fahr ich nochmal mit Quali-Setup. Ich fahr ja mal eine 42 Zeit, neuer Schwede. Mit. Krieg ich nicht einmal. Wenn ich nicht früh genug springe, dann wird 43 gezeigt. Ich fahr jetzt weiter mit leeren Tank. Ja, trotzdem. Ich jetzt mit 72 fährst du schon Sekunden aus. Also mit 45 Liter schon für 43 Zeiten. Ja, ich fahr 44 mit 72. Ich bin auf jetzt 45 gefahren. Dann siehst du, wie viel das ausmacht. Und du bist sicher schneller als ich. So, jetzt gehen wir 9 Liter oder so einstellen und dann fahren wir schnell 3 Runden. Muss beim Setup was verstellen, wenn du mit vollem Auto verdankt hast. Das ist
ist die interessantere Frage. Ja, die Bahnfahrt musst du auch in den Dämpfer musst du einmal. Das ist ja, nämlich das, was ich nicht will. Das ist weiche schlecht. Einstellen. Ja, das ist schlecht. Ich hab auch einen Klick bezogen, dann geht's aus dem Obstere. Ja, dann fahre ich lieber mit weniger, danke. Mach dir nichts aus dem Buch, aber es ist bei mir auf 1 eingestellt. Was auf 1? Ja, Traction Control auf 2. Ja, wo ist das wieder? I see many drivers already have a lot of incidence points, ja. Ich glaube, der war sie. Was? Ja, was er gerade im Chat geschrieben hat, der hat geschrieben, I see many guys have a lot of incident points. Ja, das ist mir wurscht. Ich hab 14 oder 15 schon. Ich hab mit Abstand am meisten. Also 17 ist das Maximum, oh Scheiße. Ja, aber schau diese Runden vor. Aber im Rennen ist das Maximum, oder? Ich glaube auch, aber ich weiß nicht genau. Ich werde mal kurz in die Box, warte mal sonst. Ich muss wieder ab. Oder Bremsbalance passt nicht. Wie ist denn das? Ja, mit einem schweren Auto ist es eh klar, was da nicht passt. Ja, passt so. Traction Controller mit 2. Wie ist denn das? Das ist nur ein Brake-Bias. AB was? AB, wo ist denn ABS überhaupt? Drive-Train? Nein, no, das ist nicht. Ich bin nicht so schnell gerade mit dem 9-Liter-Tank. Fahren wir ohne Tank, also fahren wir ohne Tank. Clear on the right, car right. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gain. Clear on the right. Cheers. Right side. Was tust du? Ich bin auf... Nein, ich bin Quali-Sprit. Du fährst jetzt mit dem ganz Fuhrtag, ich hab zumindest jetzt noch 30 Liter. Ich hab nur 9 Liter drinnen. Was, wie viel? 9. Achso, warum fährst du jetzt langsam? Ja, weil du versuchst die ganze Zeit mich zu überholen. War ja die Outlap? Soll ich mir vor, ich mal drauf stehen? Was machst du meine, Anna? Was tust du jetzt hier, bitte? Ja, mit der Auto ist hin und sich hinstellt. Du bist so ein Vollidiot, mein Auto ist hin, ne? Mein Aufhänger ist ja kaputt. Ja, shit, ich komm nicht mehr um die Kurve, wenn man mal aus. Ist das nur im Rennen oder woanders? Oder woanders auch? Das ist nicht lustig, wenn ich eine Quali rundfahren soll. Ich bin der allerlangsamste denn. Nein, ja. Schau, ich bin ganz oft davon. Ja, aber. Ja, 10, ja. Aber ich fahr mit 45 Liter und tank danach, dann brauch ich nichts umstellen. Ah, ich werde jetzt einmal Quali. Ich werde nochmal mit Quali-Sprint rausfahren, weil das ist jetzt so. Ja, ich war gerade draußen und dann hat mir einer abgeschossen. Ja, ich hab das jetzt erst nicht gecheckt, dass du jetzt nicht fährst. Du hast das schon gewusst, dass du mich abgeschossen hast. Ja, ich weiß. Ja, aber da war der andere innen, das war komplett. Wenn der andere innen, weil der andere innen ist, gehst du auch innen rein? Das war ich innen, ich war extra vorbei. Du warst das! Ja, was soll ich sonst machen? Das war ja voll nett! Ich hab nicht dir bin, hab ich nicht innen reinstechen können. Du hättest sowieso nicht innen reinstechen können. Sonst wären wir nicht zusammengefahren, sonst hättest du mich einfach abgeschossen. Du kannst mich da gar nicht überholen, du Clown. Das wäre gar nicht gegangen. Probier's im Rennen und du bist hin. Ja, eben. Es wird wieder so ein Rennen, wo ich deinen muten muss, beziehungsweise den Chat verlassen muss. Rad immer weg, die ganze Zeit mit dem Setup.
Mich dreht's immer, wenn ich aufstehe. Aber das Setup ist ein bisschen komisch, ja. Das Setup ist nicht so gut, finde ich. Was war das Porsche Setup besser? Nein, das Porsche Setup, da kannst du nicht pushen mit dem Porsche Setup. Findest du? Ich hab voll können. Echt? Ich hab gar nichts pusht im Rennen mit dem Fahrzeug. Ich bin total auf meiner Sicherheit. Ich schaffe aber mit leeren Tank gar keine 42er Zeiten. Box, 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 wieder in der Formel dabei. Ich gebe in jeden Sektor langsam als Fahrer mit von dir. Bremse immer zu früh mit dem Leerdank. Roland ist pro Runde 3 Sekunden schneller als ich. Beim Porsche war er nur eine Sekunde schneller, das war ein bisschen. Mit dem HPD fahren sie. Wir fahren auf Schienen. 44-1 mit leerem Tank ist bescheiden. Na fuck, na geht's. Super, jetzt hab ich mir erst mal. Ja, der ist gescheit gewesen. War ich das? Der muss mich überrunden wollen. Aber du sagst, der ist gescheit gewesen, dann muss es eh gewesen sein. Ja, weil ich gerade auf der schnellsten Runde war. Da hat also dann keinen vorbei, ich hab gar nicht geschaut und noch gespielt. Schon wieder Off-Track, das gibt's ja nicht! Nämlich du, da hab ich noch nie einen Off-Track gehabt, what the fuck? Wir starten lieber als letztes, da kann ich besser aufrahmen. Car right. Clear on the right. Die Routen sind super schnell, glaube ich, bis jetzt. Okay, war eine Sekunde verloren oder in die zwei Kurven. Schade. Ich bremse ein bisschen ab, damit ihr freier Runde habt zu kommen. Ich bin jetzt eh aus, danke. Also ich glaube nicht, dass ich noch nicht fahren kann. Ah, könnte sie genau ausgehen. Du bist 4 Sekunden hinter mir, das reicht nicht, gell? 44-1 wieder. Das ist schon aus, was? Nein, das ist das ist ja nervig, ja. Aber es ist ja schon hinter mir. Clear.
ist schlecht. Geh, letzte Kurve ist der Benzin leer bei mir. 0,1 Liter habe ich noch, die Zeit ist halt voll im Arsch, verliere Sekunden mit dem Schmieren. Komm schon noch über die Linie. Geh! 45,8 jetzt, 2 Sekunden verloren. Das heißt, es wäre 43,8 geworden. Ich werde Auftritt gehabt. Ich vergesse nicht runter. Spaß drinnen wird das. Ja, von Dominik, da bin ich schon zufrieden. Na, schau aus. Und ihr fahrt jetzt mit vollem Tank, oder was? Sicher. Muss ich das auch machen? Mir ist denn das gar nichts. Wie viel Tank ist das? Aber es ist sicher schneller. Ich glaube ja nicht. Zehnter Startplatz, ist ja gut, oder? Gibt's Öl für was? Was habt ihr aufgestellt? Spring Red? Martin, Spring Red auf ihn? Links und rechts, ja, klick, steht ja dabei. Zu wenn nein, ich bin Drittletzter, der Dominik ist noch hinter mir, und der Grüne. Ja, was wartet jetzt, Martin, sei still. Was muss er verstellen? Was muss er verstellen? Keiner. Ich die nach Hause. Ja, na, dann fahr ich ohne, dann lass es mir danken. Ja, bei dem anderen ist erste oder zweite, da steht ja bei Spring für Jazz Offset muss weg, dann muss oben tun. Auf was? Ja, ans oben, oder was siehst du nicht gleich, es geht. Einer 40,8, wir gehen einer. Haben wir die Optimum jetzt? Nur vorn oder jeweils eins und fertig? Was immer dafür Bremsbalance. Bei jedem 1 reicht nicht mehr, dann ist fast nichts verstört. Ja. 42,7, bin ich knapp dabei. Passt. Das ist ja der erste, ja, der erste, die ersten 2 sind ein bisschen schneller, die ersten 3, die ersten 4. 43,6 bist du gefahren, was ist mit dir los? Ja, ich hab letzte Runde Offline gehabt, aber warten ein bisschen schneller gewesen. 41,8 wäre bei mir drin gewesen. 40,9 war der schnellste. Ui. 41,3. Was? 40,9? Ja, bist du deppert. Das ist gut. 17 nein. Incidents habe ich gehabt. 16, also wie viele Incidents du hast? Ja, bei Entries. So, bei Entries. Schau mal, wie viel ich gehabt habe. 6. Du bist mit Abstand der Meiste. Wie viel Sprit brauchen wir denn? Volle Hitten? Sicher. Ui, mach was ist der Ride? Hey, welche muss man da aufhören? Das Spring Purge Offset? Ja. Nur in welche Richtung? Ganz oben. Siehst du, wie sich der Wert verändert? Too low ist nicht mehr, wenn ich eins noch gehe. Achso, wenn ich bei beide runtergehe. Okay. Musst du mal Play drücken. Ja, das wird keinen großen Unterschied machen normalerweise. Habt ihr eigentlich von der Preisbalance was umgestellt oder nicht? Ich hab's nach hinten gestellt, weil bei mir hat das nicht so funktioniert, aber. Was noch? Ich hab's 3 Klicks nach hinten gestellt. Was? 40,8 ist eingestellt. 50,8 ist eingestellt. Ja, ich hab jetzt 49 irgendwas. Also. Sind ja flotte Leiter dabei? Da haben wir nicht einer hinter uns, den halten wir hinter uns. Ja, der schaut aber so aus von der Zeit, als ob er. Die haben sogar einen GT1 geschlagen. Keine Ball Position für mich. Nein, wann geht's noch rennen los? Hast du kein Fußball heute? Ich muss ein bisschen laufen dran. Nein, ich geh halt kein Fußball, weil ich nächste Woche Skifahren gehe. Ach so. Das stürmen wir voll aus heute. Viel Sprit werden wir aber nicht brauchen, glaube ich, beim Nachtanken, oder? Keine Ahnung. Gibt's da irgendwas zum Nachtanken? Cool. Ich glaub schon. Sind wir denn da gefahren? Mit 45 Kilometer beim Imsa kommst du zu 30 Minuten oder ein bisschen länger? 5 oder 6 jetzt uns. Hätte ich gar nicht so wenig zum Nachdenken. Neben mir steht einer, der ist ein GT1, ja. Die Frage ist, ob man. Ah, ich kann das nicht anstecken, shit. Und den ist ja vor mir. Warte, ich muss, wenn ich nicht aufpasse, starte ich aus der Box. Wäre wurscht bei mir, gell? Ich starte immer vor dem Martin. Du kannst einen Qualifying fahren.
Ist da der Ding steht zwischendrin? Der Olli? Der Olli. So wird die Olli auch wahrscheinlich. Das ist aber komisch, dass der da mit drin steht. Ich hoffe, bei mir geht noch alles da. Kann man das nicht einstellen, dass man noch Glaser sortiert? Das muss doch gehen, oder? Komm mal. Kannst du sein, ja. Kannst du ihm schreiben nachher. Was los ist. Ich stelle mir jetzt 20. Tut sie Reifen wechseln? Tut sie Reifen wechseln? Nein. Ich glaube nicht. Du bist ja nicht in der Zeit, oder? Nein, jetzt hat er ihm scheinbar das ja mit. Ja, das ist ja gleichzeitig jetzt mit Danken. Ich komme gar nicht so weit. Ich weiß nicht, ob es gleichzeitig jetzt sicher, ist. Sicher, das haben sie gemacht. Ist es jetzt fix? Also, ich weiß nicht, wie sie eingestellt hat, aber. Ich kann es ja mal probieren, dann sagst du mal. Nein, ich weiß nicht, aber. Wieso seid ihr so laut? Ihr seid so extrem laut, ich höre mein Auto gar nicht. Vor allem der Martin. The pace car is in. Wir sind schon crashed full. Das Force Feedback passt auch nicht bei mir. Jetzt haben wir zu wenig nachgedacht. Ups, ich bin nur vor mir reingefahren. Green, green, green! Du, wie rollert mit dem Raketenstarter, da zieht er schon weg. Da geht der Arsch, das wäre doch. Boah, der dreht mich schon von der Strecke. Das ist ein bisschen der Krüger, ist ein bisschen wild unterwegs da bei uns, gell? Keine Ahnung, wird gebremst in der Kurve. Ich kann mich vorbei, Leute. Stay on the left. Stay on the left. Clear on the right. Ja. Ich weiß. Dann hab ich nicht viele Möglichkeiten gegeben. Ah, da fahren sie so langsam. Soll der Aston Martin nicht schneller sein als wir? Denk schon. Also geht der 1, oder? Ja. Oh, ich fahr den fast immer rein. Was ist denn? Lass so viel Abstand da. Den mag ich aber nicht überholen. Jetzt verlieren wir auf den. Siehst du, der hängt mir da immer ab. Ups. Kampf. Fliegt alles weg. 50 FPS, jawohl! So muss es sein, 50 FPS. Ja. Ein paar Namen kommen mir schon bekannt vor. Goodwin haben wir schon gehört, aber nicht. Ich halte Martin auf. Ah, es war nicht gut eingelenkt. Der Roland fliegt sich das Stück zu. Sie früher bremsen lernen. Entschuldigung, Martin. Was ist mit dir? Ich frage schon. Nein, du kannst komisch durchbremsen, du Flash-Roller ist irgendwas.
Hätte ich da jetzt zurückgesteckt, hätte ich beide jetzt leicht. Ich vergesse, dass ich mehr Dank hab. Jetzt blockieren ja ein paar vorne. Ja, aber ich komme da ja gar nicht dran. Die halten da so extrem auf, da kommt die Lage wieder zu. Nein, ich nicht. Die fahren so fehlerhaft. Ich fahr schon meine schnellsten Zeiten überhaupt. Der eine, der fährt die ganze Zeit off-track, aber da wo blockiert alles. Ich komme nicht zu euch zu, wie. Jetzt werde ich schon wieder blockiert, das ist eigentlich nicht geht. Schon wieder hast du falsch gemacht. Martin macht das mit mir. Jetzt ist der mal an dem Grünen vorbei, oder war der Grüne, der euch blockiert hat? Ja, das ist so langsam mit dem Leben. Der W war es mit uns in der Klasse. Mit einem schweren Auto geht das fast nicht, dass ich da mal umkomme. Wieder nicht. Solltest du eher vorbei, Martin. Dass du die Möglichkeit siehst. Ich bin keine einzige Runde mit so schweren Auto gefahren, ich merke es doch ein bisschen bei den Kurven. Da ausgerutscht. Bist du chapperst die ganze Zeit? Ich muss wieder die ganze Zeit den Schalter runterholen. Was ist mit dem da oben? Der Strahl wird draußen. Ja, da ist aber nicht so winterliche Verhältnisse. Kommst du da überhaupt um und um? Die Kurven da, die zwei, komme ich fast nicht um und um. Mehr. Kann man nicht unter. Ich komme nicht näher, also beim Weber, der Abstand bleibt halt. 44,3 nur. Off-Track. Das gibt's doch nicht, hey. Warum kriegt man da einen Auftrag? Findest du, ich hab jetzt einen Auftrag gemacht? Mit dem Flügelsprit mache ich das in den ersten Gang aus der Kurve. Ja. Sonst stottert's. Selbst so stottert's. Doch ziemlich. Der ist also giftig. Ich bin halt nicht schnell genug, dass ich den Mikro da im Weber. Den brauche ich einen ersten Gang. Der geht dann im zweiten Kratzer. Das
letzten Kurve fast den Körper weg dran. Ja, aber das ist eh wild gefährlich. Okay, jetzt werde ich dran, nur da kann ich nicht überholen. Jetzt kann schon aufgehen. Von uns der erste? Na, aber habe ich den. Hast du gesehen, jetzt wäre ich neben gewesen, aber zum Vorbeikommen reicht es halt nicht. Schon so rutscht, nicht gespannt, ist noch okay. Die Reifen. Ich hab schon drei Inseln, so süß. Ja, vielleicht doch, keine Ahnung. Wo man dort vielleicht doch Reifen wechseln muss. Bei der Hälfte reinfahren und Reifen wechseln, gell? Weiß nicht, ob du das auszahlst. Ja, wenn, eher bei der Hälfte. Wenn du das auszahlen willst. Ja, das schon, ja. Da ist nicht so gut. Ich will die überholen, sicher. Ja, aber der nur auf der geraden Speed ist zu. Ich weiß, ja, der ist voll langsam. Das Auto ist auch schwer zu fahren, da geht ja nichts. Die Kurven vor allem, ja. Wenn er auf der geraden vorbeikommt, sage ich nichts, wenn die Kurven macht, dann nicht überholen. Ich komm da nicht zu, wie. Okay, jetzt fällt ihm noch schon 4x. Und das. Also ich bin so langsam in dem Tal, ich hab das Slowdown gehabt und das, ich hab Fullgas gefahren und hab's trotzdem so bezahlt worden. Franchise ist jetzt auch schon weit weg von mir. Ach, der fährt die Kurve schlecht. Du musst richtig. Der mich komplett auf. Jawohl, was ist denn jetzt da? Gleich früh bremst du es uns immer und einfach rausgerutscht diesmal. Aber nicht einmal knapp. Hast du mir Banane gekriegt oder was? Nein. Du hast es eh gesehen. Ja, und 200 habe ich angefangen zum Bremsen. Aber ich hätte die Kurven nie geschafft. Warst du im ersten der Kurven? Nein. Ich fahre nirgendwo im ersten. Schikane da jetzt auch nicht? Nein. Wenn ich bergauf fahre, dann suche ich im ersten. Oder Minuten Beschleunigung sonst.
Ich fahre da im zweiten oder teilweise im ersten, weil ich kaum um und um komme. Da ich da im zweiten, aber komme ich auch nicht um und um, siehst du? Bist du gescheit in der Runde jetzt 1,8 Sekunden für die Runde? Ach du Scheiße. 45,4, bist du deppert. 46,1. Du hast ja Draht, oder? Nein, hat's mir nicht Draht. Im Liebertal, da geht der 1 nur ein bisschen langsam. Allein da in der Kurve verliert er 14. Das sind eine scheiß Kurve da. Das ist so ein Dreck. Right side. Stay on the left. Clear on the right. Boah, wie es mit da ausgetreibt, der Bitte. Sechster Incident, ich war fix disqualifiziert. Ich baue schon ein paar. Der hinter mir fährt da deutlich schneller, durch das, dass mir jetzt die GT da auffällt. Aber der andere hat dich überholt, der Leis. Tut der Litz. Der siebte ist kaputt. Ja, sind wir schon kaputt. Ah ja. Sogar mitgekriegt. Der ist schon disconnected. Ich würde gerade sagen, der kommt jetzt näher schon. Und dann ist er schon weg. Ich hab mir vor allem nicht mehr gesehen. Das war auch langweilig, weil das hätte mit dem einen Zweikampf wahrscheinlich gehabt, jetzt hätte ich nicht bekommen. Ich wär schon überrundet, gell? Ich hoffe, ich hab das. Oh, jetzt kommt der, kommt schon so hoch. Der drängt mich aus. So, hat mich fast voll ausgedrängt jetzt. Oh! Jetzt hat's mich fast Rad. Fahr einmal, weg, weg. Ich komm nicht mehr um die eine Kurve da unten nochmal da. Ich bin jetzt dreimal hintereinander, bin ich da beim Bergauf. Auftrag! Ja, bei mir! Und das Lustige ist, ich fahre dann voll langsam und mit Treibens trotzdem Vollgas aus. Ja. Das ist echt komisch, das kann ich überhaupt nicht passieren. Ich komme jetzt miteinander. Ich komme jetzt generell kaum mehr um die Kurven. Ja, die Überrundungen haben mir leider ein bisschen blöde Momente erwischt, genau in die Kurve immer. Ich meine, es kann sein, dass ich hinter dem nachfahre die ganze Zeit. Also meine Reifen sind schon komplett hin. Ich habe eine gute Reaktion gehabt. So, ich komm gar nicht mehr um die Kurve. Ui, da geht der eins, ballert der fast ab. Jetzt hast du den ersten und den zweiten jetzt in einer Aktion abgeschossen. Thank you.
du doch leider den Armschuss komplett verloren. Die Überrundung. Grande Fabie. Der hat jetzt offensichtlich gerade seine Greifen kaputt gemacht, der Fabius. Der schaut ziemlich langsam aus. Ich habe jetzt ein bisschen ausbremst, steht er komplett. Also das fünfte bzw. sechste Ziel jetzt, der scheint ein Problem zu haben. Fahrt trotzdem viel schneller als ich. Der hat gerade 4 Sekunden schon der Runde auf mich verloren. Der Arzt braucht, glaube ich, eine Berührung mit alle HPD. High five, oder? Der fährt da über, das ist dem komplett wurscht, der backt einen die ganze Zeit. Der alte Kral, der rammt drauf ein bisschen. Kommst du nicht rein, sagt er. Jetzt hat er sich offensichtlich wieder gefahren. Ich fahre ungefähr so weiterhin so schnell wie der Weber, aber der Martin ist halt viel schneller und alle anderen. Okay, ich fahre gar nicht schneller, ich komme jetzt viel näher zu dem Zug. Ups, so geht's. Ich glaube, ich habe schon 7 oder 8. Ich fahre nochmal 45 Runden. Ah, ich fahre zumindest schon einmal 45 Runden. Ich bin jetzt auch zweimal überrundet worden. Ich hab das vorher schon gehabt. Viel Zeit immer hergegeben. Bei mir. Aber aus welcher Klasse ist der? De Vries, war das denn der von der GT1, der Schnelle? Kann sein. War ich noch einer? Und der andere von früher. 44 Minuten geht noch. Ja. Ich will jetzt mal schnellste Runde 43,9. 45,0. Und 42,9. Nein, ich fahr 45 Zeiten. Da ist ohne irgendwen. Fast nicht immer dumm. Der Geile ist der GT-Arzt, kommt nicht weg von mir. Und so schlecht in die Kurve, rollt wieder da immer auf. Auf die Geraden hängt er die wieder ab. Ja, und dann fährt er mal weg, genau, das ist total super. Feedshot noch wie null. Auf das, dass er mich immer wegzieht.
Hauptsache, wenn du vieles abkriegst. Spaß. Ups, jetzt hat's geruckelt. Jetzt sind die Reifen schon ein bisschen abgefahren, aber das hat sich nicht mehr verschlimmert seit Nummer 5. Weil der Tank dafür leichter wird. Geh, Auftrag Nummer 7. Wie lange ist denn noch? 50 Minuten. Ups. Schlecht. Ich hab erst 25 Minuten geschafft. Ich hab nur mal die Hälfte vom Tank, ja. Wieso komme ich da nicht um die Kurven? Müssen wir schauen, ob welche Runde ist, das 15. Schauen wir mal, das aussehen. 15 ist genau die Hälfte. Und das sind 25 Minuten. Es. Mindestens eine halbe Tankfüllung. 40, 36, 37 Liter. Wenn du sicher gehen willst, 40. Ja, 40 Liter. Ja. Vielleicht 42 Liter. Ich werde 45 reinklatschen. Was dir wurscht ist. Weil bei der Hälfte reinfahren und Reifen wechseln durchaus Option. Und halb macht, nachdem er wirklich 2x60 Liter braucht, ist schon. Du bist doch wirklich im vierten Bett. Also mit 60 wäre, glaube ich, ein ziemlich gutes Bild gewesen. Ungefähr halt. Mhm. 55 wird man schnell erreichen. Ich werde einfach probieren mit den Reifen. Da hinter mir ist 20. Scheiße, genau beim Anbrennen. Ja, das habe ich auch oft. Ich fahre mal stets gut kurz und dann habe ich schon gedacht, dass verbremsen wird. Das habe ich auch oft. Vielleicht ist er langweilig geworden und der hat ihn gepasst. Bei wie vielen Minuten ist die Hälfte? 38. Ich werde reinfahren bei der Hälfte und Reifen wechseln. Dann kann ich euch sagen, ob es was bringt. Also ob es länger dauert. Okay. Und wieder draußen. Aber auf der Steigen kannst du ja fast nichts überholen, ne? Nein. Der ist halt schon 6 Sekunden weg. Sind wir für 6 nur? Ja, das ist 3. Für den ersten Sektor schon immer 6 Zentner, wenn nicht um die Kurven kommen. Die Reifen ist jetzt echt schon ein bisschen zart, muss ich sagen. Schade. Es gehen zwar noch gute Zeiten, aber man rutscht ziemlich weit aus immer. Thank you.
Falls man mal wer sagen kann, wann die Hälfte ist, wäre das super. Ich versuche ab und zu schauen. Jetzt haben wir erst 45. Da ist in die Box gefahren, glaube ich. Der Fabrice, ja. Aber Hälfte ist noch nicht. Wenn 70, 75 die Hälfte ist, 38, oder? 7 Minuten. Ist auf jeden Fall nicht draußen gefahren. Ich würde sagen, 4 Runden bleibst du noch draußen. Ja. Oder 8. Sieben wahrscheinlich hier. Ich hoffe, ich verliere mit dem Reifenwechsel nicht mehr zu viel. Dort muss ich noch mehr bremsen für die ersten 14. Am schnellsten letzten Sektor jetzt gefahren. Aber jetzt fahre ich auch nicht mehr 44. Gefahren. 44,8 war das jetzt bei mir. 44,3. Ich verliere im ersten Sektor immer so viel. Bin zumindest noch in Reichweite falls bei euch fahren, was passiert. Ja, da ist der Kurve, da ist der recht bergauf, der Kurve überhaupt nicht mehr aus. Und dann jedes mit 15. Keine Zeit. Right side. Clear on the right. Wieder 4,52, da geht nichts mehr. Kann ich nicht mehr weiterführen. Blau ist an die GT3s. Martin, schöne Box. Geht schon. 40 ist halt noch fast früh, oder? Du hast da Reifen wechseln? Kommst du uns dort vorbei, gell, Martin? Ich glaub nicht. Ich bin jetzt immer hinten abgefahren. Du kannst nicht überholen auf der Strecke. Ohne Kamikaze-Aktion. Ja, Undercut ist ja nicht schlecht auf der Strecke. Aber jetzt sind wir das alle raus und dann überholen die alle vorbei. Genau.
Das ist halt die Frage, soll ich Reifen wechseln oder nicht? Ah, der ist schon weit vorne jetzt. Danke. Und auf welche Quest für die Reifen fertig war? Genau. Er hat sie nicht gemacht. Nicht gemacht. Du hast nicht Reifen gemacht, also. Ich werde es dann machen. Ich könnte gleich reinfahren. Sie sind mit denen, die roten unterlegt sind, ist es GT1 oder so? Nein, die sind eine Runde vor dir. Nein, nah, nicht die. Eh. Wo war der hinter dir? GT1, rot und blau. Der helle rote. Okay, fast. Okay. Ich fahre im Audi nach, der ist auch hellrot. Aber der fährt nichts weiter, der guft. So, ich tanke 40 Liter. Ich bin immer 0,1 Sekunden. Ich probiere jetzt tanken einfach. Dann sag ich's da, was ich brauche. Was hast du braucht, okay. Martin? 40 Liter hast du tankt, oder? 43. Und wie viele Sekunden hast du braucht? Weiß nicht, 16 oder 17. Sie tun's replacen, aber es braucht trotzdem länger, komm mal vor. Also zwei Reifen sind gewechselt, das tankt nicht mehr. Tanken ist aus und ich hab noch einen Reifen. Okay. Es braucht schon länger. War jetzt bei der Box vorbei. Okay, punch it. Jetzt bin ich fertig. 26,8 und du hast gehabt? Ich hab 18 oder so. Ah, dann brauchst du fast 10 Sekunden länger, das zahlt sich nicht aus. Aber der Fabrice ist knapp hinter mir. 10 Sekunden sollte sich wirklich nicht aus, nein. Ich hätte jetzt nichts gesagt, wenn es 4, 5 Sekunden. 5 Sekunden, ja. Aber 10 Sekunden ist genau der Abstand, den ich Vorsprung habe auf dem nächsten. Bist du vor dem Fabrice oder hinter ihm? 3 Sekunden vor ihm. Okay, dann hat er einen ziemlichen Punkt, wie es braucht. Oder 2 Sekunden hinter mir. Vielleicht hat er Reifen gewechselt. Aber das waren genau 10 Sekunden, dann muss ich jetzt verloren. Schauen wir mal, was ich schneller fahre jetzt einfach. Roland ist hinter mir. Der vierte dürfte gut sein. Ui, vierte, dann Fehler gemacht, dann hat's Draht. Draht. Aber leider nicht angeschlagen. Ja, aber gut. Fahrt er noch immer richtig und direkt in die Box kommt? Der ist direkt vor mir jetzt. Aber er hat keinen Schaden. Ah, der ist zu schnell. Der hätte mich locker überholt. War zumindest mehr schneller wie. So 44,2, 44,3 fahr jetzt fest da oben.
Ich rutsch da nur. Ich will keine Reifen wechseln. Ich hab voll Tank gehabt. Also ich fahre gleich schneller als wie nach dem Start, glaube ich. Da hat sich nichts daran. 44,7. Das heißt, ich fahre schneller. Jetzt hat er schon wieder fast einen Opfer, ich fahr so schlecht, mein Kopf macht einfach nicht die Möglichkeit, dass ich schnell fahre. Okay, der Grün. Wie ist der? Wie ist denn ihr Auskast? Der fährt jetzt gerade das Tor aus einer Box. Und gut, ist 13 Sekunden von mir. Wie viel gibt's denn von dir? 13. Ah, okay. Also wird er gleich beim Sammeln. Noch 6 Minuten davon oder 5 Minuten. Aber es lag. Jetzt geht schon langsam wieder besser mit den Reifen. Und ich fahre trotzdem nur 44,3 oder 2 oder irgend sowas. Ich werde wahrscheinlich doch eine halbe Sekunde aufgehen, aber ich mache immer kleine Fehler. Der erste über 100 Port. Ich hoffe, der war halt in der Box. You got a slow car on the left. Fabrice ist langsamer. Ja, weil der gerade auch nicht aus dem Kurve 100 lassen. 12 Sekunden ist der hin. Was ist denn die Ausgas vom Jetzt? Nein, der hat einen Fehler gemacht, glaube ich. Scheint das Auto deutlich schneller zu gehen mit dem Sprit. Ist mehr Sprit wieder? Na, weniger. Okay. Aber jetzt merke ich es erst. Die Reifwechsel brauchen wir auf keinen Fall. Schade. Ich fahre 44,5 jetzt mit den frischen Reifen. Vorher bin ich 45,5 drin. Ja, aber du bist ja so. Muss ich ja auf mich sehen, auf dem Server. Der holt der Fabrice dann wieder. Der W war zu draht.
weiter aus davon. Die haben mich gerade ziemlich aufgehalten, leider. Sonst hätte ich da nicht überholt gehabt. An deiner Stelle wieder zu die Box von Roland, oder? Bevor du in den Verkehr da kommst. Ich krieg die Antwort ein. Ja, ein Krüger hat's gerade, ein Weber hat's gerade Draht gehabt, den hätte ich überholen können. Der schaut in der Box, der Weber. Ich weiß nicht, aber wir haben uns gerade voll zu leck gehabt, also voll Draht gehabt und der andere, der GT1 hat mich voll aufgehalten, bin immer vorbeigefahren werden, ist einfach stehen bleiben. Dadurch habe ich nicht vorbei können. Cheats aktiviert mit dieser scheiß Auto. Kurzzeit doch vielleicht. Oder auf dem besseren Fahrer. Oder beides. Gute Fahrer teilweise auch. Keine Ahnung. War das ja der perfekte Moment zum Ende von Roland? Ja, bevor der Ingrid 4 steht. Mhm. Naja, 40 ist ein bisschen lockerer. Nein, ich komm am Weber nicht vorbei. Ich wäre vorbei gewesen und würde schneller fahren als er, aber. Wegen dem einen auf einer anderen Klasse, der mich da blockiert hat. Komplett nämlich. Ich bin zweit, aber so warten wir mehr. Was ist denn halt an der Box? Ja, und? Ja, da komme ich nie mehr dran und werde dann Monsterboxen stoppen. Ohne Zeitverlust. Stop and go und so ein Scheiß. Na, da fuhr's Kletter. Braucht man genau ein Drittel Sprit, ne? Das heißt, was da ist jetzt ja. 40 locker, weniger als 40 ist es sogar. Drei Hälften, also dreimal halber Tank muss man reden. Also genau auf der 30 müssen reichen. Boah, meine Reifen, ja, bist du deppert. Kannst du gar nicht überholen. So bitter.
Das wird dann wieder ein Fehler. Schau mal, ob ich wegkomme, wahrscheinlich nicht. Ich hab noch bis zum Verbrech, weil ich geradeaus ist in der Box. Ja, aber irgendwo muss er von der Box. Siehst du ihn vorbei, oder? Mit der Rolle? Nein, weit. Frage ist, ob ich für ein bisschen die Auskassen rausgekommen. Ja, das kann ich gerade. Der ist 22 Sekunden hinter mir. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich 5 Sekunden vor dem rausgekommen. Ah, wird schon knapp. Früher komme ich raus, aber nur 30 Sekunden. Ja, dann mache ich. Schütze Box? Direkt hinter mir jetzt. 3 Sekunden, oder? Ja, aber die 3 Sekunden von ihm auf die ersten 2 Outlaps. Außerdem ist der viel schneller als ich. Der war schon 17 Sekunden hinter mir, dann hat sie. Weh, er war schon 2 Sekunden hinter mir, nur damit du weißt, wie viel mich da aufgehalten hat. 44,4. Martin ist schon 6. Ja. Der Boxenstopp auszahlt haben? Ja. Ja, weil die alle Fehler gemacht haben, riesengroße sogar, aber die sind bei mir. Oh, jetzt dreht's mich weg, meine Reifen sind komplett scheiße. Ja, ich hab mir gerade das Auto von. Ich bin voll über die Curbs drüber geflogen. Ja, die Outlap ist total zart. Ich bin nur mal gerutscht. Weil du so viel schwereres Auto hast wieder. Ja, die Bremsen geht nicht, die fahren gerade aus. Ja. Ja, es ist viel schwerer, du musst viel früher bremsen. Super, großartig. Richtig Spaß, gutes Fahren. Das geht jeden gleich. Nein. Bei mir hat die Bremse gar nicht bremst gerade vor. Ich bin geradeaus jetzt bis zur Mauer hingefahren, 300 Meter. Scheiße. Martin, was hast du für Zeit, ne? Ungefähr 2 Arten gefahren. 44,4.
sich nur mit der Wave aufgehalten hat. Pro Rund halt 1-2 Sekunden. Ah, der Andrew ist wieder hinter mir. Clear. 44,2 und das obwohl ich werden vorbei ablassen müssen. Wie lange ist? 19 Minuten. Okay, dann mach ihn voll da. Jetzt noch ein paar Boxerstücke, ist komplett vergessen. So ein schlechter Rhythmus. Für mich jetzt perfekt passt mit dem Reifenwechsel. Reifwechsel hätte man nichts gebracht, weil ich fahre trotzdem 4-4-3, 1 dann das gleiche fuhr. Aber ich mache viel mehr Fehler. Ich fahre 2 Sekunden schneller als vor dem Boxenstopp. Ja, für dich hat es sicher was gebracht. Und mir macht es gar nichts aus, leider. Ich meine, ich habe es ja nicht gewechselt. Weil ich merke, dass nicht mehr so gut sind. Car on your left, clear. Die 49,9 ist so schlechter und der jetzt auch wieder. HPD führte sich an. Wenn ich mich zusammenreiße, dann geht schon was noch, das ist mies. Würde es mein Tempo fort, leider keiner. Oder sind entweder ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Ich bin selbst mit frischen Reifen deutlich langsamer. Der Fabrice ist halt einfach ein bisschen schneller als ich. 44,4. Das ist ein Böse, wenn man die Randsteine drüber gehaut hat. Wie die Korvette, das stimmt. Rolf. Fast Draht. Vielleicht können wir nicht gescheit von den Saurier, ist doch noch dran. Ich glaube
Der fährt jetzt ganz schlecht gerade. Ja, der hat 2,5 Sekunden auf ihn verloren. Macht leider auch zu viel Verlager. Aber ich mach so viele Fehler jetzt. Oh, das der letzte Kurve schon ziemlich. Wie lange geht's denn noch? Kuschen kann man nicht mehr sauber fahren müssen. Nein, ich werde überholt von einem. 14 Minuten. So, das geht aber noch. Das reicht nicht, oder? Mehr ist genug. Ich hab nur für 14 Runden Liter, aber es sind nur 14 Minuten. Okay. Ich hab für 13 Runden, 12 Runden noch Liter. Ich hoffe, dass ich nicht zu früh reingekommen bin. Sieht locker aus. Das sind vielleicht noch 9 Runden. Das hochkommt. Aha, was tue ich denn? Ah, jetzt habe ich ganze Sekunden verloren gerade. Ja, schaut. Ich habe so ausgerechnet, dass ich 4 Liter mehr habe, als wahrscheinlich benötigt. Minimum. Wird wahrscheinlich eh mehr sein, weil man braucht nicht einmal ganz 3 Liter, glaube ich, oder? Runde. Der Ferreira ist so schnell, der überholt mich noch. Ich fahr jetzt wieder so ein Tropfen, jetzt fahrt er immer wieder weg. Also überholen kann ich nur, wenn er Fehler macht. Speed, der kann ich nicht gut gehen im Schnitt. Weil wenn der fehlerfrei fährt, fährt der Lauf nur wieder frei. Gerade Sekunden abnehmen schon wieder mehr sogar. Ah, da voll ein Scheiß. Okay, Reifen jetzt. 6 wird gefahren sein. Das ist ein bisschen problematisch. Das ist ein absolute Maximum gefahren. Car on your left. Clear on the left. Ah, ich wusche einfach, so wo steht denn irgendwie. Das Klima ein bisschen. Vielleicht komme ich noch hin. Bisschen sehr langweilig. Vielleicht macht er dann noch Fehler. Ups, stattdessen mache ich wieder einen Fehler. Der Ferreira ist schnell. Kaum so wie Busch, hat es Busch auf der Strecke. Ja, ich lasse es. Das kann man kaum nicht pushen. Ja, super. Ich jetzt mir hat gerade ein Ding aus, so HPD ausbremst. Bei der Schikane, sodass er mich einfach voll durchlässt. Hat ihm mehr Zeit gekostet, aber er hat mich fast abgeschossen. Ich hab gerade vermissen, jetzt werde ich überholt vom Hinteren noch. Vollidiot, ey. Wenn ich gemütlich und sauber fahre, bin ich immer so gemütlich. Das ist mein Alter, das ist früher. Er fährt nur 44, das ist saulos. Ja, schaffe ich nicht gerade. Ich mache so viele Fehler die ganze Zeit. Das war für 46. Mit Rad so beim Außenbeschleunigen fährt er 45.
die Runden können halt wieder besser sein. Ja, dann hole ich gleich 18 auf ihm auf. Das wird mich konzentrieren. Late zu Zeit. Schon wieder 13. Der Ferreira holt mich leider noch. Schade. Ganz knapp. Ich hab viel zu gedacht, ja. Wie fährst du noch? 30 Liter. Nein, ich hab Nummer 22. Schon seit 20 Minuten mit 16x durch die Gegend. Ah. Ernsthaft? Ja. Warum hast du so viel? Ja, wenn es zwar, wenn es da mal wird, wenn es so ja, aufdrückst, einfach nur. Okay. Wundert mich, jetzt verliert, glaube ich, erst 7 oder 9. Erst, ob der Dreher zählt hat. Wieder aus der letzten Kurve. Vor die ganze Runde eine halbe Sekunde schneller und dann verliere ich wieder 3 der letzten Kurve. So, der Ferreira ist hinter mir. Das heißt, ich verliere nur einen Platz. Schade. Fluid car on the right. Der Krüger. Ist der Opa, oder? Nein, da ist er rund hinten. Stay on the left. Clear on the Ferreira ist schon direkt hinter mir. Sagst du schon 20 Buben? Mit direkt hinter mir meine ich also innerhalb einer Sekunde. Aha. Vor. Und da vorne macht einen Fehler, aber ich komm nicht vorbei! Ich bin vorübergehend einmal Siebter. Der ist schon hinter mir, der Mann weg. Aber die kriege ich nicht mehr. Ja, wenn ich 17x hab schon. Hast du das? Ich hab 16, ne?
17 brauchst. Das ist gar nicht so einfach, dass du ohne X durchkommst dann. Weil es doch einige Stellen gibt. Ich fahre mir vor der Rolf Joos, das gibt es ja gar nicht, dass der eine Runde hinter mir ist. Der fährt die GT1, ja. Nein, das ist ein anderer. Das ist auch ein GT1. Das ist GT3, der blaue. Nein, es sind zwei verschiedene GT1 Autos. Jedes Auto ist eigentlich. Das gibt's gar nicht. Jetzt warte noch davor, dass ich noch weiter. Ah, mir zu Straat! 12 Xe. 50, ne? Ich lass ihn vorbei, war mein Fehler. Jetzt ist mich fast Rad. Ich hätte ihn hinter mir halten können, aber wenn ich einen Fehler mache, er wäre vorbeikommen, wenn er nicht in mich reinfährt dann noch. Du hast weniger Downforce, wenn du hinterm nachfährst. Geschitte! Das ist ein guter LMP-Bremst, da finde ich mir alle Kurve rein. Ja, ohne eine Schikane, weil ich nie schon einlenke, sind reingefahren. Habe ich gerade noch gerade ausfahren können. Wie lange ist denn noch was, das wäre? Drei Minuten. Nein, nicht einmal 3 Minuten, ne? Verliere alles, was in jede Runde außerfahre, verliere jedes Mal die letzten 2 Minuten. Ich habe noch ein paar Zeit für Fuel. Kurven, so, jetzt haben wir es. Warum schreibt der 5 Fleck? Der ist nicht damit wieder 5 in seiner Klasse. Ui, das wird's genau. Schon 12 X. Ich hab gerade Fahrer 4 dazu gekriegt. 5 dazu gekriegt. Abkürzt und bis dann reingefahren, oder? Sind 5 gewesen. Nein, ich glaube es waren nur 4. Mein Gott, ohne den Fehler hätte den Martin nochmal geholt. Hey. Aber das Reifenwechsel hat sich ausgezahlt. Geh jetzt vor der GT1 von mir, was hat das denn? Box fährt. Alter, was? Schon der Free ist der jetzt von mir. Schon wieder reconnected? Ja, schön. Er parkt sein Auto auf der Seite. Der hat dann wieder disconnected gehabt. Der hat das Auto parkt. Auf der Seite versteckt. Straße und vor mir weg. Ich glaube, ich bin. Das soll ich mit dem damaligen Umstand umstellen. Jetzt habe ich schon so viel Zeit verloren auf der. Ich weiß nicht, nur 2 Sekunden. Ja, hätte ich den vor mir nicht vorbeilassen, dann wäre jetzt schon bei dir. Schon wieder einer vor mir. Boah. Ich war viel zu dank, 10 Liter zu. Boah, der fährt einfach zurück, obwohl da die Leute kommen. Kommt davon, wenn wir auf Nummer sicher gehen, so die 35 hätten genau passt. Ja. Jetzt noch wieder 40 reingedrückt. Ich war nur für 4 Runden dann. Aber nächstes Mal nicht so viel zu viel Dank für den Mann. Ja, der ist so viele Runden hinten, der blaue. Mal schauen wir. Du meinst den grünen? Ja, der Rolf. Geh komm, Alter. Jetzt schießt du die aus! Jetzt ist er reingefahren. Mia! Komm, Alter. Ist das gar nicht so? Da fährt er irgendwo hinten daher. Mir ist jetzt auch fast reingefahren. Auf die Strecken zurück ist. Ich hab jetzt auch noch X gekriegt. Ja, das war nice. Der Befries? Der Rolf Just war das auch? Nein, der Befries. Achso.
Ist noch immer nicht White Flag? Jetzt ist White Flag. Schlecht. Ich hätte nicht nur einholen können. Stattdessen habe ich jede Runde verhaut jetzt. Vor allem die letzten zwei Kurven, jedes mit seinen Rands. Schon wieder. Die Kunde hat kein einziges Mal mit den letzten zwei Kurven. Mal schauen. 1,5 Sekunden schon wieder. 45,1, die schlechteste Runde bis jetzt. Schreibt er nie, was im Bremsen. So schreiben, was er will. Ist jetzt aus für die hinteren? Ah, du würdest das Rennen beenden können. Klar. Ja, ist ja wurscht. Martin ist schon weg. Die 4x wären von mir gut investiert gewesen. So, die ersten sind genau hinter mir ins Ziel gekommen, das heißt, die kann nicht mehr überholt werden, aber den vor mir erwische ich nicht mehr. Schade. Wenn ich da den Follow nicht mache, brauche ich den nicht vorbeilassen, lande ich vor dem. Sechster, die werden können. Ich glaube, dass das Reifenwechsel perfekt war. Weil ich fahre immer noch 44,6, das ist sehr super für mich. Ja, vielleicht bist du jetzt einfach noch besser in Schwung, man wollte Zeit nehmen. Oder schneller sein, oder? Roland gewonnen? Nope. Zweiter? Ja, dritter. Sehr gut. Start Vierter wird drin gewesen. Okay, we'll get him next time. Ja, eh gutes Rennen am Schluss. Hätte ich nicht gehabt. Oh Gott, hätte das anstrengend. Ja, war lustig. Oh Gott. Fix und fertig bin ich jetzt. War ja ganz gemütlich. Ja, fertig. War aber nicht ganz wenig, ne? Nur zwei Plätze hinterm Dein. Knapp, dass ich überhaupt nur einen hinter dir gewesen wäre. ich bin höchst zufrieden. Ich wäre nicht mehr drin gewesen, außer der eine Platz ohne dummen Dreher. Vierter wäre drin gewesen. Bum 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 bum.
Beating out. Der erste Freeze. Martin, minus 6 Labs, was hast du denn da gemacht? 3 Runden Rückstand. Ich war zumindest in derselben Runde wie der Sieger, das ist schon mal. Aber waren ja alle, der Dominik auch in der Gegend gewesen. Ja, der was hinter dem Dominik war, war der erste, was rund hinten war. Ja, war fun. Bist du bin ich mit. Aber der was bei uns gewonnen hat, der war ja sauschnell. Kann ja. Ich irgendwo sehen, was der I-Rating hat? Hat sie bei euch da so eine Session geöffnet mit Link? Was? Dann. Mit so einem schnellen habe ich auch nicht gehabt bei Dings mit so einer Zeit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.